So, Freunde, willkommen zum neuen Fanmade Battle in der Kategorie Super Smash Bros. Brawl gegen den Herausforderer Super LP Project. Gut, ich spiele diesmal Rob, er spielt Mario und die Stage ist wie so oft Final Destination. Gut, es ist ja wirklich schon eine Weile her, dass ein Fanmade Battle kam. Ich glaube, der letzte kam vor. Nee, im Juli, also vor 4 Monaten. Knapp 4 Monate, ja. Ja, ist schon eine Zeit her. So, und das hier war auch wirklich ein sehr, meiner Meinung nach recht spannender Kampf, muss ich ehrlich sagen. Na, wobei, das war ein bisschen unfair, weil, ja genau, Nick Super LP Project meinte ja, dass sein Spielstand, dass er keinen Spielstand im Moment hätte, weshalb er halt nur die Standardcharaktere hat und halt nicht Rob oder Sonic oder so. Deswegen zockt er jetzt hier zum Beispiel mit Mario. Aber ich war eigentlich überrascht, dass er so gut wie Mario kämpfen kann, weil Mario ist ja so ein Charakter, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Weil, also ich mag auch seine ganzen Attacken irgendwie nicht, ja, also. Aber gut, Mario ist wirklich sehr ausgeglichen. Ich spiele sehr gerne mit Rob. Ne? Vor allem, weil Rob im Luftkampf ist der verheerend. Aber Rob ist ein cooler Charakter. Auf jeden Fall, ja, sieht man, ich muss richtig einstecken, aber auch er ist schon über der 100% Linie. Grenze, Linie, wie auch immer. Bam. Und der Kreisel erfüllt seinen Zweck. Ach ja, ich fand es echt schön, mal wieder ein Fanmade Battle zu machen. Und hätte ich ihn mal in die andere Richtung geballert, dann wäre es vielleicht sogar gereicht, um ihn direkt rauszuhauen. Naja, und da hat er mich dann noch gekriegt, bevor ich mich rechtzeitig umdrehen konnte. Ja. Boah. Also die Schadenszahlen sind schon sehr rot. Es ist echt spannend. Und bam! Der Super Laser von Rob, den ich so liebe. Aber schon 2 Minuten und trotzdem ist noch keiner rausgeflogen. Normalerweise dauert das ja nicht so lange. Ja, da haben wir den ersten. So, aber der zweite Rauswurf lässt nicht lange auf sich warten. Ja, es ist recht ausgeglichen, muss man ehrlich sagen. 0-0, also prozentmäßig, 2-2 von Leben her. Alles klar. Ich wollte den Part eigentlich noch mit jemand anderem nachsynchronisieren, aber das heißt den Part, also das Battle. Ich synchronisiere die Battles ja immer nach. Dazu kam ich aber nicht mehr, ja, aber vielleicht beim nächsten Fanmade Battle, der wahrscheinlich auch schon sehr bald kommen wird. Ich finde die Musik so episch, ja. Wirklich sehr passend zu diesem epischen Match. Boah, das hat gesessen. Rob ist in Flammen aufgegangen. Bam. Oh mein Gott. Also ich saß da schon sehr angespannt, als ich da gezockt habe. Das ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Mir ist im Rückblick mal aufgefallen, wie wenig ich irgendwie mit meinem Kreisel hier anfangen kann. Aber es ist wirklich auch eine ganze Zeit her, als ich Brawl gezockt habe, weil ich zock Brawl privat gar nicht mehr so oft. Sondern jetzt, ja, mehr online oder mit anderen Leuten, YouTubern oder so halt. Deswegen nur für solche Zwecke. Aber trotzdem, nein, Brawl ist schon ein geiles Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Macht auch online ziemlich Bock. Bin mal gespannt, wie das neue Super Smash Bros. Wird für die Wii U. Was ja angeblich auch für den 3DS erscheinen soll und... Ja, das war knapp. Da hat er sich gut gerettet. Das muss ich zugeben. Bam. Und komm schon, nachsetzen. Ah, schade. Ernsthaft? Diese Wasserpistole aus Mario Sunshine? Ja, der zweite. Das ist einer von diesen vielen Waffen, also Sachen bei Mario im Brawl, die ich richtig überflüssig finde. Ich weiß nicht, wozu man die braucht. Ja, aber... Okay, gut, wer mit Mario kämpfen kann, es gibt ja wirklich viele Leute, die mit Mario gut umgehen können. Ich kann mit ihm halt nicht umgehen. Aber gut. So. Na, das Blöde ist halt, ich bin auch schon, wow, weit über 100%. Es ist noch alles offen. Du. Komm schon, Rob! Okay, der war schlecht. Bam! Das ist natürlich sehr mies, dass ich rausgeflogen bin. Nein, dass Rob so lange fliegen kann. The fuck? Versucht er mich noch ein bisschen zu trollen. Richtig mies. Aber naja. Mal schauen. Jetzt sieht es noch einigermaßen gut aus für mich, da ich einen kleinen Vorsprung habe.
Ja. Boah, aber da ballert er mir wieder richtig ein paar rein. Hier wäre der gewohnte Schlagabtausch, den er für sich entschieden hat. Ach, spannend. Echt. Auf jeden Fall. Boah, diesen Angriff, diesen Drehangriff, den gab es bei Melee. Auch wenn man runter und B gedrückt hat, glaube ich, oder? Was hier jetzt diese Wasserschleuder ist, war doch früher dieser Drehangriff. Den fand ich echt um einiges besser. Aber gut. Boah, 95 und 105. Beide jetzt über 100%. Oh mein Gott. Da ist mir vor einem Moment schon kurzer Atem gestockt. So, komm schon. Und bam. Und nochmal nachgesetzt. Das war die erste Runde, die ich wirklich sehr, sehr knapp noch für mich entscheiden konnte. Rob. Okay. Gut, Freunde, das war der erste Battle. Und jetzt gehen wir direkt weiter zum zweiten Battle. Oh, mir fällt gerade erst jetzt mal auf, dass wir auf einer ganz falschen Stage gespielt haben. Warum sagt mir das denn keiner? Scheiße. Gut. Egal, egal. War ja noch ein halbwegs faire Stage. Auf jeden Fall, ich bin Dark Sonic und Super P Project Nick spielt mit seinem, ich glaube, Main namens Link. Ah, ey, dass mir erst jetzt auffällt, dass wir auf dieser Kack-Map spielen. Also, die ist nicht kacke, aber ist halt keine so faire Map. Scheiße, ist mir das nicht aufgefallen. Es wird nie wieder vorkommen, das steht fest. Aber immerhin spielen wir ohne Items. Aber ich glaube, das wäre mir schon noch aufgefallen. Kacke, ey. Das schockiert mich jetzt ein bisschen. Na, ist egal. Gut, er ist schon bei 100%. Mit Sonic, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einigermaßen... Boah, das sah cool aus. Mit Sonic kann ich ganz gut kämpfen. Ja, da ist der erste Kill. Weil Sonic einfach so schnell ist. Ich komme richtig gut mit schnellen Charakteren zurecht. Anstatt mit so schweren Charakteren wie Bowser oder König DDD. Aber Sonic, muss man ganz ehrlich sagen, ich finde, er ist auch ein bisschen overpowered. Weil Sonic hat auch relativ viel Durchschlagkraft. Wird das so ausgesprochen? Keine Ahnung. Bam! Aber mit Sonic kann man auch coole Kombos hinkriegen. Die Musik ist so geil. Oh mein Gott. Scheiße, da hat er noch auf mich gewartet. Boah. Ja, jetzt haut er nochmal richtig rein. Das war nicht gut. Bam! Aber ich liebe diese Kombo. Erst von oben mit dem Fußangriff, also mit dem nach unten und A-Angriff und dann mit der Faust nochmal drauf zu kloppen. Das funktioniert meistens auch. Ja, den Fallen ausweichen, da kommt dieser Selbstmordattentäter. Ah ja, gut. Was das sollte, weiß ich aber nicht. So, niau, bam. Da wollte er mich auskontern, hat er aber nicht geschafft. Zack, und... mal schön nachsetzen. Ja, eigentlich, also mit Link, mit beiden Links kann ich eigentlich auch ganz gut kämpfen, obwohl der aus Twilight Princess ja ein bisschen langsamer ist. Aber naja. Und, niau, da hat er mich erstmal ausgebremst. Das wäre seine Chance für einen Gegenangriff gewesen. Aber, naja. Oh, und dass er da nochmal so nachgesetzt hat, damit hatte ich nicht gerechnet. Deswegen hat mich das auch ein Leben gekostet. Allerdings hat er schon einiges mehr am Prozent einstecken müssen. Es bleibt also spannend. Und da kommt der Fettsack wieder. Bam, Toops down. Oh oh. Bam. Und... oh oh, Pulverfass! Boah. Und dann... boah! Ja, das hat mich richtig aufgeregt. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung laufen. Ich wollte eigentlich nur kurz Anschwung nehmen und dann wieder in Nix Richtung laufen. Und dann bin ich echt außerhalb der Arena gelaufen. Das war richtig fail. Ach ja, ja, was soll's. Ja, damit ist eigentlich auch sein hoher Prozent... okay, damit wäre sein hoher Prozentzahl auch einigermaßen ausgeglichen gewesen. Aber jetzt ist nochmal alles offen. 1 gegen 1 versus 1. Sag ich jetzt mal. 16% sind echt nichts, was man nicht wettmachen könnte. Bäm, boah. Hat er nämlich echt noch gut gekriegt. Es war schon sehr, es war wirklich ein spannender Family-Battle, das steht fest. Und, boah. Scheiße, da muss ich richtig einstecken. Richtig. Das ist kacke. Ich glaube, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Oh, dann ist er in ein Gefolge mit in die Luft gesprengt. Ich hebe mir das jetzt einfach mal für den Schluss auf. Und... ah, da hat er mich zwar nochmal erwischt, aber dafür hat er es nicht mal auf die andere Seite geschafft. Ich glaube, hätte er in eine andere Arena gespielt, dann hätte er es noch geschafft, aber... dem war leider nicht so. Und da werde ich auch in Zukunft darauf achten, dass wir immer die drei Standard-Arenen spielen.
Aber gut, Leute, das war der Fanmade Battle dieses Mal. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nick, dass du mitgemacht hast. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.